Herzlich willkommen zu unserem neuen Video, immer noch aus Bulgarien. Genau, diese Woche geht es für uns landeinwärts, dann doch wieder an die Küste und dann aber doch nochmal landeinwärts. Viel Spaß beim Schauen. Viel Spaß. Shed my skin. It's time now to begin again, begin again. Guten Morgen. Ja, für uns geht die Reise weiter von Varna. Wir gehen jetzt hier noch mal gucken, ob wir am Strand noch Wasser kriegen, weil die eine Dusche ist abgestellt. Ich glaube, ich habe gesehen, dass die eine noch ging, aber ich weiß nicht, ob die Gäste noch da waren. Vielleicht haben wir Glück. Genau, wir schauen uns das mal an. Dann würden wir nämlich gerne noch Wasser tanken, bevor es weitergeht. Wasser tanken am Strand. Und mit ordentlich Druck, darf ich mal bemerken. Ordentlich Druck, sagt Freddy. Das will er mal bemerken. Wir sind in Provedia. Zumindest wollen wir auf die Festung rauf. Und die ist da oben. Das ist der Stellplatz, den wir hier gefunden haben. Mit unserer Größe an Auto nämlich heute gar nicht so einfach. Und worauf wir nicht geachtet haben, heute ist ja Sonntag. Das heißt, die Einheimischen sind natürlich auch noch alle unterwegs. Na egal, 1,2 Kilometer und 100 Höhenmeter, das schaffen wir wohl. Wir haben es nach oben geschafft. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Ich wollte nur sagen, es war gar nicht so schön, wie wir zuerst gedacht haben. Dieses sind 100 Höhenmeter, aber ganz locker zu bewältigen. Ja, es ging noch. Hier oben muss mal eine Siedlung gewesen sein oder sowas. Also eine richtige kleine Stadt. Genau. Mal ein Bild, wie die Häuser standen am Felsvorsprung und so sah es oder sieht es jetzt aus, wenn ich hier so mal gucke. In die Richtung und zur anderen Seite und in diese Richtung standen ganz viele Häuser. Ich weiß nicht, was es ist, aber hier sind im Felsen überall Säulen. Im vordersten und auch im hintersten Bereich. Wir sind wieder zurück, aber für uns heißt es jetzt wieder ab ans Schwarze Meer. Bei uns gibt es erstmal einen Kaffee aus dem Automaten. Ich glaube, das teuerste war mein Cappuccino mit 45 Cent. Ne?
Sie sind wieder da. Wir sind schon wieder in Varna. Alter Stellplatz, den ihr habt. Wollten wir eigentlich gar nicht, aber wir hätten jetzt zu unserem nächsten Stellplatz nochmal 93 Kilometer gehabt. Ja. Und auch die, aber sie hat uns über Varna geschickt. Da haben wir gesagt, wenn wir über Varna fahren, können wir auch. Es ist 18 Uhr, bleiben wir hier. Genau, das wird sonst zu spät. 18 Uhr reicht. Und ne? Da können wir morgen weiter, ganz in Ruhe. Wir überlegen, ob wir jetzt in dem Red Rock Café noch was essen gehen. Stimmt. So, wir gehen jetzt speisen. Wir wagen uns mal in die Höhle des Löwen. Ich habe mir gerade den Hacken im Bein gehauen. Lass mich schon auch nicht. Hier, heute einheimisches Bier. Original aus Bulgarien. Glaube ich. Hat sich schon mal geirrt, ne? Ja, wir sitzen hier ganz bequem. Bei mir gibt es Erdbeerlimonade und Thor hat mal wieder die Pepsi für sich entdeckt. Guten Morgen. Wir waren ja gestern noch Armutessen. Wir hatten so schön vor, Bilder zu machen. Und das Akku von der Kamera war leider alle. Also ist das schon mal ins Wasser gefallen. Ja, und unsere Handys waren auch nicht mit. Die waren hier beim Laden. Also keine Bilder. Nee. Aber wir haben super gegessen. Ich hatte Eisbein für 15 Euro und euer Essen war auch gut, ne? Ein Burger, dort ein Chicken Burger. Aber was man sagen muss, was hier anders ist, es ist nicht alle gleichzeitig. Also ich und Thor und ich, wir waren schon fertig mit Essen. Dann hatte Freddy sein Eisbein und Klaus hatte uns schon erzählt, ist gerade so laut hier, ne? Fahren so viele Autos, hatte uns schon erzählt, dass das hier so ist, dass die gar nicht heiß essen, sondern lauwarm. Und das war auch so. Also mein Essen war lauwarm. Das Einzige, was warm war, war mein Eisbein. Das hat nämlich so lange gedauert. Und das haben sie nicht gewartet, bis es kalt war. Sie haben es dann gleich rausgebracht, weil ich schon so lange gewartet habe. Und das war schön warm. Das war super. Hat gut geschmeckt. Aber ist schon komisch, dass man hier nicht zusammen ist. Ja. Also, dass das hier jeder... Erst kriegt der, dann kriegt man irgendwann der. Und ganz zum Schluss mal der. Ja, wir verlassen jetzt Varna. Für uns geht's an der Schwarzmeerküste weiter. Das ist ganz lustig. Hier ist ein schwarzer Tiger. Da ist der andere schwarze Tiger. Mama muss erstmal den Splitter da freilegen, weil, ich zeige euch das mal, hier, die ist ein bisschen laut jetzt, das Auto ist an, die Karte geht nicht mehr, weil die SD-Karte rausgeflogen ist. Und jetzt nehmen wir das weg, genau, und dann gucken wir mal, da muss eine Karte drin stecken. Navi geht erstmal wieder, wir wissen aber nicht, warum das jetzt ausgestiegen ist. Keine Ahnung. Angekommen. Mit 40 km/h auf der Bundesstraße war total genial. Die sind so kaputt, die Straßen hier. Sowas hat man noch nicht gesehen. Achso, wir sind angekommen, Nessebar. Ach ja, wir sind das, hier auf der Insel von Nessebar. Das wollten wir sagen, ja, wir sind angekommen. Wir haben gerade mal mit Fernglas rüber geguckt, zur anderen Seite hier hinter. Hotel ja, an ja. Hotel. Hotel. Ja. Und wie Hotel. Nennt man den Strand? Ist das, das ist der Sonnenstrand. Das ist der Sonnenstrand. Sunny Beach. Sunny Beach, andere Seite. Genau, da sind die Schönen und Reichen. Gucken wir mal. Und hier sind schön und arm. Jetzt gucken wir uns erstmal auf der Insel um. Genau. Thank you.
Wir haben uns mal einen Kaffee gegönnt. Zur Kaffeezeit einen Kaffee. Was ist das? Latte Karamell. Latte Karamell und ich habe einen amerikanischen Kaffee mit Milch. Kaffee Americano, genau. Und Thor hat eine Brause. Die ist für das Limo Standard und hat er mit Eiswürfel zubereitet. Das sah ganz cool aus, ne? Sind zwar Touristenpreise hier, aber wir gönnen uns das jetzt mal, ne? Erstmal Eis. Selber gemacht. Nichts mit kaufen, war uns zu teuer. So, wir fahren schon wieder runter von der Insel. Das ist ja Weltkulturerbe hier. Der Parkplatz kostet uns aber schlappe. Wenn wir bis morgen bleiben, 15 Euro oder 30 Leih und das ist so viel. Wir wollen kostenlos. Lever. Kommt aufs Land an. Und das Inselchen haben wir uns angeguckt. Ist ja nicht so riesig, ist aber schön anzuschauen, finde ich. Ja. War ganz cool. Aber das heißt, wir fahren jetzt runter von der Insel und suchen uns wieder einen kostenlosen Stellplatz. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden, südlich von Nessebar und fußläufig auch gut machbar in die Stadt. Jetzt werden wir mal den Abend genießen und dann werden wir morgen nochmal in die Stadt gehen. Thor nickt. Das heißt, machen wir. Und dann können wir, glaube ich, ein bisschen am Strand lang gehen, dann durch die Stadt und dann kommen wir am Sonnenstrand an, am Sunny Beach. Ja, einen wollen wir mitnehmen davon, ne? Wenn wir schon den Goldstrand nicht gesehen haben. Wenn wir schon den Goldstrand verpasst haben. Dann ne, gucken wir uns wirklich den Sonnenstrand an. Genau. Auch wenn uns gesagt wurde, es gibt schönere Strände als hier. Aber die gucken wir uns natürlich auch an. Wir sitzen gerade noch gemütlich zusammen mit Horst und Michaela. Die beiden sind nämlich ursprünglich aus Rumänien und leben in Deutschland. Guten Morgen. Elli wird erstmal ein bisschen gerupft. Elli. Hier. Bleib. Jetzt wandern wir mal nach Nessebar und nicht auf die Insel, sondern in die andere Richtung. Heute ist schon wieder pottenwarm. Aber das wollen wir ja, ne, Thor? Schön warm? Das wollen wir eigentlich nicht. Doch. Wir wollten mal die Altstadt angucken. Ja. Genau. Und, Und was es sonst so Schönes gibt. So, nach einer Stunde Fußweg haben wir ihn gefunden, den Sunny Beach, den Sonnenstrand. Heißt das Sonnenstrand? Ja. Ja. Das ist hier der Sonnenstrand. Thor, wo geht er lang hier? Ja, da hinterwärts, da kommen die ganzen Hotels. Aber man muss ja mal sagen, dass Nessebar jetzt die Stadt uns gar nicht so zugesagt hat. Also die alte Stadt auf der Insel ist schön, aber dass der Rest hier ist... Das ist gar nichts. Fressmeile, Einkaufsmeile. Aber viele Geschäfte sind zu. Ist ja klar, wir sind ja, auch nicht viele Touristen da. Wir haben uns so vorgestellt, auch ein paar coole alte Häuser oder so. Aber das war jetzt überhaupt nicht. Nee, war gar nichts davon da. Das ist komplett klares Wasser. Ja, cool, ne? Wir denken immer, bei 21 Grad wird es ja heute gar nicht so warm. Aber wie man sieht, es ist Badewetter. Total heiß. So, heute machen wir mal Hausputz. Das heißt, wir wollen nachher mal Wäsche waschen. Das ist nicht so weit von hier. Und Fredi bezieht gerade sein Bett. So, ich glaube, Fredi hat keine Socken mehr. Der hat jetzt hübsche Weihnachtssocken in grün zu blauen Schuhen an. Und zu grün Hose, passt ja wohl. Grün und rot. Tja, wird Zeit, dass wir Wäsche waschen, ne?
Und wie gut, dass Fredi eine Sackkarre gekauft hat. Wenn wir nämlich mehr haben als nur den Wäschesack. Ja, wir sind gerade hier im Waschsalon ein wenig überfordert, weil die Waschmaschinen gehen jetzt plötzlich hoch. Erst stand 20 Minuten, jetzt steht bei einigen 54, bei anderen 40, bei dem anderen 44. Jetzt wissen wir nicht, wie lange wir warten müssen. Und Trockner müssen wir auch noch nehmen, weil wir schon drei so eine Betons gekauft haben. Heißt das so, ja, irgendwie so eine Chips gekauft haben. Ja. Also, wir werden den Tag im Waschsalon verbringen. Wir wissen jetzt auch nicht, wann wir die Wäsche rausholen können, damit wir mal zum Auto gehen und da im Prinzip Klarschiff machen jetzt so lange. Aber wir berichten. Ja. Ja, alles dieselben Maschinen und trotzdem alle so unterschiedlich von der Zeit her. Und der Trockner, der eine hier, den hatten wir früher angemacht als den anderen. Der war immer noch nicht fertig und der andere ja. Jetzt haben wir alles nochmal da reingehauen und hoffen, dass mehr was trocken ist. Und Thor ist unser Wäscheträger. Kann losgehen. Während wir auf den letzten Trockner warten, gehen wir erstmal mit Ellie noch eine Runde. Dann wollen wir nämlich noch einkaufen fahren und uns einen neuen Stellplatz suchen. Wahrscheinlich in Burgas. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Ja, jetzt sind wir gerade losgefahren. Waren hier einkaufen, haben Geschirrspülmittel, nein, Weichspüler gekauft. Dann habe ich vergessen, einen Schrank zuzumachen. Jetzt ist das Ding natürlich rausgefallen, Deckel kaputt und der ganze Wagen ist voll mit Weichspüler. Das heißt, jetzt erstmal provisorisch geputzt und naja, wenn wir ankommen, müssen wir nochmal richtig mit Wasser putzen. Ja, wir verlassen Burgas schon wieder. Wir stehen hier zwar ganz cool an so einem Park und das Wasser ist auch gleich in der Nähe, aber die Parkflächen sind so schmal, dass wir ganz schön überstehen und wir auch nicht so recht wissen, wann hier wirklich Gebühren anfallen, wann nicht. Und man müsste das mit SMS, aber nur mit bulgarischer Nummer. Und wir wollen kein Risiko eingehen und eine Kralle am Fahrzeug haben, also fahren wir wieder raus aus Burgas. Ganz schön in der Nähe von Burgas. Ich glaube, da hinten sieht man Burgas auch. Aber wir fahren weiter. Ist jetzt nicht für einen ganzen Tag Aufenthalt. Und wie man sieht, es fahren auch immer Autos an einem vorbei. Wir sind angekommen in Sosopol. Jetzt machen wir eine kleine Stadt- oder Altstadtbesichtigung. Richtung Hafen soll die Altstadt sein. Und dann suchen wir uns noch einen anderen Stellplatz, der ein bisschen entspannter ist, ne? Wo man mehr besser Videos schneiden kann und man besser mit Ellie spazieren gehen kann am Strand. Gucken wir mal. Das Moped auf dem Dach geparkt. Das hier ist mal so ein Fischerboot, mit dem sie früher im Schwarzen Meer gefischt haben. Das ist wohl wirklich ein bisschen hochseetauglich. Da müssen aber genug Leute mitfahren, sonst ist das schlecht. Stellplatz hier, schweinekalt, total windig. Ich möchte mal die Wellen zeigen und dann mal
zeige ich mal, wo wir stehen. Ich drehe mal die Kamera kurz auf. So sieht das hier aus. Da geht meine Familie. Jetzt zeige ich auch mal, wo das Auto steht. Da im Hintergrund steht er. Oben drüber haben wir heute gesehen, da wird gebaut. Machen sie riesengroßen Wohnkomplex. An diesem schönen Stellplatz haben wir jetzt 2 Nächte verbracht. Genau. Sehr ruhig, ein Paradies für die Kälter. Für uns geht es jetzt weiter. Ist kalt geworden am Wasser. Naja, heute ist wieder pottenwarm. Ne? Ja, aber jetzt schon lange Hosen an. Und Wir wurden gerade von der Polizei angehalten, aber sie haben nur einmal reingeguckt, haben dann ein Tor gesehen und dann durften wir weiterfahren. Wir sind ja auf dem Weg nach Plovdiv und jetzt sind wir in Stara Zagora. Das ist so auf der Hälfte, so ein bisschen Bergdorf, ein bisschen größeres. Und da haben wir einen Stellplatz, weil es jetzt schon so spät ist, bleiben wir hier. Aber ich zeige euch das mal. Der ist ordentlich müllig, vermüllt quasi. Ich habe extra schon so eingeparkt, damit wir gut stehen, aber wenn man so dahinter guckt, ist alles voll Müll. Also wenn es nicht schon so spät wäre, würden wir unsere Nacht hier nicht verbringen. Ja, gibt es wohl auch keine Mülltonnen. So sieht's aus. Schade eigentlich. Aber was wir jetzt noch vorhaben, wir wollen uns einen Kaffee holen. Hier sind die Kaffeeautomaten, die werden gerade sauber gemacht. Und da gucken wir, ob wir noch einen Kaffee kriegen. Ein bisschen Kleingeld haben wir und vielleicht geht es mit Karte. Ach, wir haben gar kein Kleingeld mehr. Also es muss mit Karte gehen. So, auch wenn wir mülltechnisch hier nicht sehr ideal stehen, aber hier hinter ist ein Park, da können wir jetzt schön mit Elli spazieren gehen. Ich muss erst mal gucken, wie hier geangelt wird. Sehr interessant sieht das nämlich aus. Da kann ich mir bestimmt noch was abgucken. Ja, wir sind schon wieder abfahrbereit. Für uns geht es weiter. So schön ist es hier nicht. Wir wollen nach Plovdiv und hoffen, dass wir da einen Stellplatz kriegen, dass wir uns die Stadt mal genauer anschauen können. Willkommen in Plovdiv am Stadion. Guter Parkplatz, aber hier sind heute irgendwie viele Fußballer. Deswegen sind so viele Autos hier, aber egal. Ja, wir wandern jetzt mal in die Stadt. Hier gibt es nämlich ein altes Amphitheater. Schönes Theater, wir durften aber leider nicht rein. Nee, ist Quatsch, wir hätten schon gedurft, aber wir haben kein Cash mehr. Karte gibt es hier nicht, Karte zahlen. Aber wir haben von oben geguckt, hat uns auch gereicht. Ja, ist schon schön aufbereitet, ne?
Und wenn hier wirklich was ist, hier sind ja auch Konzerte und Aufführungen, dann soll das wohl akustisch echt toll sein. Du hattest gelesen, das ist das älteste. Ja, älteste erbaute oder noch im Stand. 100 Jahre irgendwie nach Schmeißhaus. Schmeißhaus. Hauptsache das Richtige. Guten Morgen aus Plovdiv. Ja, wir haben gestern gar nicht mehr so viel erzählt. Wir waren auch erst 19 Uhr wieder am Krüper, haben Abendbrot gegessen. Die Stadt ist, die Altstadt ist ein Traum, ne? Also die war echt cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Haben wir viele Bilder gemacht. Ja, die haben wir euch ja schon gezeigt. jetzt wollen wir weiter und zwar wollen wir zu einem verlassenen Dino-Park. Thor freut sich schon ungemein. Wir sind gespannt. Der ist nicht so weit von hier, 23 Kilometer, haben wir gedacht, das nehmen wir gleich mit. Ja. Man hätte dann heute auch noch mal nach Plovdiv gehen können, aber das Stehen hier ist semi-gut. Semi-gut? Semi-gut. Nicht so prickeln. Nee, wenn die Eisenbahn fährt hier nachts. Genau. Die Autos. Naja. Angekommen am Lost Place Dino Park. Wir sind gerade ein bisschen entsetzt, der ist so mini, kein Wunder, dass der zu ist. Und die Dinos sind so einfach. Naja, ich weiß nicht, ich werde es ja sehen. Dinos. Wir zeigen es mal. Und vor allen Dingen passt das auch gar nicht. Es sind nicht bloß Dinos, das ist irgendwie ganz komisch hier. Vielleicht ist es auch gar kein Dino-Park. Und eine Ritterburg. Und eine Rakete sehe ich. Also hier ist alles. Wir zeigen es mal. Ja, wir sind hier im Zentrum für, Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. Für Kultur. Und, nee, warte. Wir sind hier im Zentrum für Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten. Schön. Dafür war es wohl. The way you look
looking at me right now, girl, I know what's coming. Ja, wir haben es wieder geschafft. Wir wurden nach Griechenland, haben gerade gelesen, dass aber nur wieder überfahrt. 3,5 Tonnen. Das heißt, wir fahren jetzt ein bisschen Umweg, wie immer. Ja, wir haben einen schönen Stellplatz für die Nacht gefunden, stehen nicht mehr weit von der griechischen Grenze entfernt. Ich zeige euch das jetzt mal. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, da hinten stehen die beiden und erkunden hier schon mal. Ne, da sind sie beide. Der Kunden hier schon mal, wie es hier so aussieht. Warum sollte ich? Hier kümmern sich gerade zwei um Feuerholz. Das heißt, wir werden wohl heute noch ein Lagerfeuerchen machen. Guten Morgen. Morgen. Ja, das ist jetzt unser letzter Stellplatz hier in Bulgarien. Für uns geht es jetzt weiter nach Griechenland. Genau. Das heißt, wir verabschieden uns für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche dann in Griechenland wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.